Um eine möglichst große Zahl an Geräten und Applikationsebenen unterstützen zu können, haben wir bei der EtherCAT Technology Group verschiedene EtherCAT-Kommunikationsprofile erarbeitet. Zunächst haben wir COE, kurz für CAN Application Protocol over EtherCAT. Mit diesem Protokoll stellt EtherCAT die gleichen Kommunikationsmechanismen, wie wir sie aus CAN Open Standard EN503254 kennen, sprich das Objektverzeichnis, PDO-Mapping und SDO. Selbst das Netzwerkmanagement ist ähnlich. Als nächstes kommen wir zur SOE, kurz für Servo Drive Profile over EtherCAT according to IEC 61800-7204. Cercos ist bekanntermaßen eine Echtzeitkommunikationsschnittstelle, die oft in Motion-Control-Anwendungen zum Einsatz kommt. Der internationale Standard enthält auch die Abbildung dieses Profils auf EtherCAT. Das nächste Profil ist EOE, was für Ethernet over EtherCAT steht. Mit dem Ethernet over EtherCAT-Protokoll kann beliebiger Ethernet-Datenverkehr im EtherCAT-Segment transportiert werden. Für die Verbindung von Ethernet-Geräten eignen sich sogenannte Switchports. Der Ethernet-Frame wird durch das EtherCAT-Protokoll getunnelt, ähnlich den Ethernet-Protokollen selbst. Zu guter Letzt haben wir FOE, File Access over EtherCAT. FOE ist ein einfaches, an TFTP angelehntes Protokoll, welches den Zugriff auf Dateien in einem Gerät sowie einen einheitlichen Firmware-Upload auf die Geräte im Netzwerk ermöglicht. Ich hoffe, das Video hat Ihnen gefallen. Falls Sie mehr über EtherCAT wissen möchten, besuchen Sie unsere Website www.ethercat.org oder schreiben Sie uns an info@ethercat.org.